Hallo meine Rambas, schön, dass ihr heute bei Let's Play World of Warships dabei seid. Und heute zeige ich euch ein Replay von Wiesen 1976 eingeschickt in seiner Hatsuharu. Die Tendenz, dass es sich um ein schönes Replay handelt, ist recht groß. Deswegen geben wir hier zu Beginn direkt mal Gas. Ihr wisst ja, der Anfang dauert immer ein bisschen. Er geht direkt auf C. Und dementsprechend haben wir schon mal die ersten 2 Minuten geskippt. Und hier starten wir jetzt. Weil er geht direkt für den C-Punkt, um sich den zu holen. Hat 3 Smokes, 2-mal Boost, beziehungsweise eigentlich 3-mal Boost dabei. Also geskillt hat das, aber den ersten Boost hat er gleich für die Distanzüberbrückung hier genutzt. Und er capt so, dass er hinter der Insel stehen bleibt. Ah, ist das Wasser hier nicht schön? Schön blau. So, und ist jetzt offen, muss also da aufpassen. Da macht ihn die gegnerische Hatsuharu auf. Also gibt es da jetzt den ersten Schlagabtausch. Beide circa 2000 Schaden gemacht. Und er musste gleich hier reparieren. Und fährt jetzt aus dem Cap raus. Ist auch sinnvoll, da jetzt nicht mal aller Gewalt im Cap zu verbleiben. Fahrt ihm da auch noch nach, scheinbar. Jetzt dauert es natürlich, bis die Kanonen da am Start sind. Und jetzt hat er hier nochmal einen schönen Schaden anbringen können. Und jetzt achtet die Hatsuharu auch nicht mehr auf ihn. Dementsprechend kann er da weiter reinhalten. Die Torpedos, die kommen natürlich nicht an. So, und da ist er. Und der dürfte eigentlich schon den Killshot klar machen. Ah, unglaublich, 154 bleiben stehen und da wird sie rausgenommen. So, da rechts ist auch ganz schön viel noch daneben eben, also hier drüben. Minikaze, Cleveland, Kongo, Aoba, da ist einiges. Aber jetzt will er erstmal den Punkt für sich einnehmen. Die Colorado, die fährt weg, das ist ja erstmal kein Thema. So, und die Colorado, man sieht's gut, dreht jetzt nämlich bei. Und dementsprechend kann er jetzt nämlich auf die gehen, weil wenn die so die ganze Zeit wegfährt, da ist es schwieriger. Wenn sie aber wie jetzt beidreht, da wird's dann einfacher. Muss natürlich nur aufpassen, dass er nicht zu nah rankommt, aber ich glaube, das wird ihm nicht passieren. So, und da sind sie schon unterwegs, die Aale. So, und da drüben ist auch einiges. Man hört immer ganz gut die Bewegung, die Drehbewegung. So, und die Aale sind da im Wasser. Tendenziell in die richtige Richtung laufend. Aber ob es am Ende natürlich klappt, ist immer die Frage. Ja, also sie haben eine ordentliche Geschwindigkeit drauf. Und jetzt dreht er eh nochmal nach rechts bei. Das ist, glaube ich, sein Glück gewesen. Weil so treffen mehr als anders. 1, 2. Ja. Schöne Hits. Jetzt hat er da auch den Flutschaden. Aber er repariert sogar. Also ob er flutet, wahrscheinlich konnte er reparieren, so wie es aussieht. Und dementsprechend repariert er jetzt auch noch sogar gegen.
In Summe jetzt also drei Torpedotreffer am Start. Unerbittlich die Torpedos auf ihrer Reise, wobei die Colorado leicht nach links zieht, also dürfte eigentlich nicht klappen, außer die Colorado, warum auch immer, würde jetzt rechts einaimen, beziehungsweise rechts einbremsen, Richtung Steuerbord so gesehen. Glaube ich aber nicht, dass sie das tut. Auf jeden Fall holt er sich jetzt gleich mal den nächsten Punkt. Die wichtigste Aufgabe, muss man ja sagen, natürlich ist ein Zerstörer, kann auch Schaden machen, ohne Frage, davon gibt es genug Replays und ich habe selber das ein oder andere gute Match schon bestritten. Aber in erster Instanz soll mal DD mal den Gegner spotten und auch die Punkte klar machen und nicht nur immer wie vernarrt dem Schaden hinterherfahren. Deswegen hier gut den Zwischenstep aus beiden Sachen, sowohl Schaden als auch Spotting sowie die Caps einnehmen. So, jetzt lässt er hier mal ein bisschen Zeit verstreichen zwischen den beiden und kriegt so einen anderen Winkel rein. Colorado kann auch nicht mehr großartig nach rechts, weil da wäre die Insel. Das heißt also, die vom Kurs, wenn dann überhaupt nach links, aber tendenziell könnten die ganz gut kommen. Und den Punkt hat er jetzt auch, perfekt. Ja, ich glaube, die kommen sehr gut. Ja, dreht schon nach rechts. Ja, die treffen. Das wird die Zerstörung, da kann die Colorado nichts mehr machen. Die ist Geschichte. So, zack, und dann treffen wir, würden sogar nochmal zwei treffen. Und weg ist er. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. So, also. Zwei Caps geholt. Eine Zerstörung, die hat Zuharu auch gut vorbereitet. Ja, bisher würde ich sagen, läuft bei ihm. Vielleicht darf ich auch mal am Ende sagen, er hat über 3000 Basis-XP bekommen. Das ist wahnsinns viel. Also, Chapeau. Wir können hier noch mal ein bisschen Gas geben. Ist wieder was passiert. Jetzt Captor hier. Die Nagato bewegt sich hinterhalb der Insel, deswegen kann er da gerade nicht drauf. Er dreht jetzt hier bei, um dass er sozusagen die Nagato überrascht. So, hat sich jetzt den Cap auch noch geholt. Und jetzt dürfte es gleich mit der Nagato spannend werden. Das erwarte ich zumindest mal einfach mal an dieser Stelle. Dürfte auch nicht weit weg sein. Gut, Gegner hat jetzt den C-Cap klar gemacht. Das war jetzt auch keine große Dramatik. Da ist er jetzt offen und da ist die Nagato. Und die schießt natürlich schon aus vollen Rohren, aber die ersten gingen alle mal satt drüber. Und jetzt weiß er ganz genau, okay, jetzt braucht sie ein bisschen nachgeladen, hat eine Zeit. Die Nürnberg ist auch noch hinterhalb, aber das stört ihn jetzt nicht mehr wirklich. Das heißt, jetzt gehen die Torpedos los. Er wartet auch hier recht lang, bis er die zweite Charge losschießt. Aber auf die Distanz, da kann so ein Schlachtschiff nicht mehr viel machen. Die ersten drei treffen. Und jetzt braucht er noch zwei Hits und dann war es das für die. Und jetzt hat er noch 130 gehabt und damit ist er weg. Fünf Torpedo-Hits. Not bad, not bad. So schnell geht eine Nagato weg. Die Nürnberg ist mittlerweile auch schon Geschichte. Dann können wir hier wieder ein bisschen speeden. Und jetzt hat er hier noch die Minekase. Auch nochmal verteidigt. Großkaliber hat er damit geholt. Und kriegt er den Kill noch? Sehr, sehr knapp. Den Kill leider nicht erhalten. Jetzt noch die Aoba. Und da probiert das nochmal mit Torpedos. Da würde ich jetzt einfach auch mal schießen. Jetzt macht er einen Rauch an.
Rauch ist aktiv. Jetzt könnte man eigentlich abbremsen. Nebelwand gelegt. Torpedos voraus. Und hier kommen auch noch Torpedos von da oben. Zündet ihn jetzt an. Torpedos gehen leider daneben. Und schöner Schaden, den er dann noch erleidet. Feueralarm! So, und leider muss ich jetzt hier das Ganze deutlich verlangsamen. Ich kann euch verraten, den Kill kriegt er, aber nach dem Kill würde direkt die Runde abgebrochen werden und dementsprechend wäre das Replay zu Ende. Das wäre schade, weil es ihr sonst nicht sehen würdet. Also, durch den Brandschaden fackelt er ihn ab, kriegt den Kill, macht seinen dritten Kill und hat fast 120.000 Schaden gemacht. Sehr, sehr, sehr nice. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War eine schöne Runde und über 3000 Basis-XP sagt alles. Deswegen, ich hoffe, euch hat dieses Replay gefallen und ihr wisst ja, wenn ihr auch eins einschicken wollt, unten in der Beschreibung seht ihr, wie das Ganze geht. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.